Es ist der 20.10.2022 und was ich jetzt hier mit der GoPro drehe, ist ein Making-of. Wir sind jetzt hier am Auerhahn und es sterben ja so viele Bäume, Fichten. Auch der Weg hier runter, das ist die Straße, die führt nach Goslar City. Da sind auch ganz viele gestorben. Die möchte man jetzt wegnehmen, bevor die Herbststürme kommen. Man befürchtet, dass sie in den Herbststürmen brechen und auf fahrende Autos oder Fahrzeuge fallen. Ja, hier ist einer bis hier vorne hingefahren. Das war aber schon hinten am Kreuzweg angekündigt. Und Ralf sucht jetzt nach einer Fläche, wo er die Drohne gut starten lassen kann. Dieses hier übrigens ist ein Gebäude, das ist hunderte von Jahren alt und war für sehr lange Zeit Gastronomie. Davor war es dann die Post. Hier wurde die Post hochgebracht an diese Stelle und dann kamen Reiter, die diese Post entgegengenommen haben und dann unterschiedlich verteilten, da wo sie hin sollte. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Und das ist gar nicht klein, das Gebäude. Oben drüber noch jede Menge Zimmer. Ich weiß gar nicht, ob sie auch mal vermietet haben, dass sie Gästezimmer mal hatten. Da hinten ist doch auch schön. Dieses Häuschen da. Das ganze Grundstück ist gar nicht so klein übrigens. Ja, die haben es sich schön gemacht. Und dann sind sie irgendwann ins Alter gekommen, die Leute, hatten keinen Nachfolger und haben es dann umfunktioniert, nutzen es jetzt rein privat. Wir brauchen nicht zu befürchten, dass hier ein Fahrzeug kommt. Ist ja gesperrt. So, ihr seht vielleicht schon die braunen Fichten vor uns. Das ist alles tot. Alles Totholz. Hier geht's hoch zum Boxberg. Da ist auch schon ganz viel gefällt worden. Man sieht die Baumstämme. Hier darf man nur mit Genehmigung hochfahren. Oben drauf ist ja so ein Entertainment-Gebiet. Die Seilbahn an sich. Gastronomie. Das ist denen natürlich nicht zumutbar, dass sie jeden Morgen da hochlaufen, abends wieder runter. Was ist mit den ganzen Lebensmitteln, die man da oben benötigt? Das kann man nicht alles zu Fuß da hochbringen. Also jedenfalls nicht in heutigen Zeiten. Früher gab es ja diese Kiepenfrauen. Ja, was machten die Kiepenfrauen? Die sind jeden Tag nach Goslar gelaufen und wieder zurück und dann konnte man die beauftragen. Nimmst du für mich bitte was mit? Und so haben die Güter hoch und runter getragen. Die waren unglaublich wichtig. Früher war der Schneefall hier ziemlich stark. Also der Schnee konnte recht hoch liegen, sodass man zum Beispiel auch mal hüfthoch da drin versunken ist. So Wege, wie ihr das jetzt hier kennt, das gab es ja früher gar nicht. Und im Winter konnte das ein ganz schöner Kampf sein. Also diese Frauen, die sind wirklich bei jedem Wetter gelaufen. Schutzkleidung, wie wir sie heute kennen, hatten die damals nicht. Hier ist auch so ein altes Försterhaus, was ich sehr liebe. Ich finde das total urig, total schön. Und der hat hier ganz viel Holz geschnitten und auch verkleinert. Hat er vor, die kleinen Stücke vielleicht in den Kamin reinzuschmeißen. Dann ist er natürlich fein raus, was diese Gaskostenexplosion betrifft.
So, was wir jetzt hier vorhaben mit der Drohne, da hineinzufliegen. Da hinten ist die Bärntalkurve und dann da unten ist die oben ist die Glockenbergkurve, unten ist die Bärntalkurve. Und Ralf will mal jetzt in dieses Tal hineinfliegen. Und man ist am Arbeiten seit Montag, heute ist Donnerstag, bis zum 28. Hm. Ja, ne? Einschließlich. Bis dann, wenn man das geschafft haben. Schauen wir es uns mal an. Brillantes Wetter heute. Es geht kein Lüftchen. Ralf hat zwar fürchterlich viel zu tun, ich habe ihn dann aber überredet und habe gesagt, der Tag ist so göttlich, das müssen wir nutzen. Da ist noch irgendein Baum gestorben, eine Fichte ist das nicht. Nadelbaum. Wollen wir mal hoffen, dass sie wiederkommt. Der Akku ist nur halb voll, soweit ich weiß. Stimmt's? Ja. Oh, oh. Sonst haben wir einen längeren Spaziergang vor uns. So, ich stelle mich mal hinter an Ralfs Seite. Denn der hat diese Brille auf. Und das ist dann mit dem Gleichgewicht nicht so einfach. Jetzt halte ich ihn fest. Sag mir doch mal, wenn du die Baumfällergruppe siehst. Die dürfen ja jetzt keine Zeit verlieren. Ich sehe die Drohne noch. Ist er. Da kommt jetzt ein LKW angefahren. Zu uns? Ja. Ich führe dich mal zur Seite. Ist die Tasche nicht im Weg? Nein, die ist auf der am Rand der Straße. Ich führe dich noch zur Seite. Kannst mir vertrauen. Geh ruhig. So, alles gut. Die Bäume? Ja. Auf der Straße? Ja, an der Seite. Ich muss mal Kehrtwende machen, weil die Verbindung wird schon wieder dünn. Hm. Ich kann nicht so weit fliegen. Und wenn du noch ein bisschen höher fliegst, kann man denn auch gut sehen? Oh. Sieht nicht gut aus? Nein. Oh. Ich kann nicht weiter fliegen. Ich muss zurück. Also dieses Video werden wir euch im Anschluss an dieses Making-of-Video stellen. Gucken wir mal an, was hier passiert. Der LKW, der hat wohl vor, da hochzufahren. Also das möchte ich ja nicht fahren müssen. Mit so einem kleinen Anhänger bin ich ja eigentlich schon überfordert. Aber das hier ist noch mal eine Schnitte härter. Ich habe euch doch eben die Baumstämme gezeigt. Ich vermute jetzt mal, der will die holen. Ja, das ist nicht so leicht, den da mitzukriegen. Da muss man fahren können.
konnte nur drehen. Aber bravourös gemacht. Wenn das die Drohne war, glaube ich, jetzt zu wissen, wo sie hängen geblieben ist. War das unsere Drohne? Ja, die kommt jetzt wieder. Irgendwas ist doch da gebrochen eben. Nee, nee. Habe ich aber gehört. Doch, da bricht doch was. Wir gucken uns das gleich mal an. Ihr hört das doch auch. Sie ist über uns. Ja. Das kann man deutlich hören. Ralf packt die jetzt ein und wir gehen jetzt mal gucken, was denn da hinten so knackt. Schatz, ich geh mal gucken, was da so knackt. Ich bin sofort wieder da. Ja, ja. Oh, da oben. Da ist so ein Bagger beschäftigt. Oh Mann, ey. Guckt euch das mal an. Alte Bäume. So viel Ringe. Ja, alles platt gemacht hier. Alles tote Fichten. Das hier ist eine andere Art Nadelbaum. Konnte es auch nicht vertragen. So, der Bagger da hinten ist die Ursache. Okay, wir gehen mal wieder zu Ralf. Den habe ich ja überredet, trotzdem der so viel zu tun hat und eigentlich gar keine Zeit gerade dafür, für diesen Abstecher in die Verarbeitung des Videos und natürlich auch von diesem Making-of, was ich jetzt hier gerade mache. Und wenn ich jetzt auch noch nicht nur verduftet bin, sondern auch gar nicht wieder an Land komme, dann weiß ich nicht, wie erfolgreich ich bei meinen nächsten Überredungsversuchen sein werde. Also dieses Haus fand ich immer total toll. Das muss urgemütlich da drin sein. Ja, die Reichweite ist nicht toll. Also da hinten, ist die Straße geht. Die Straße macht da jetzt hier so einen Bogen. Moment, ich zeig mal deinen Finger. So, die Straße macht also jetzt hier leichten Bogen. Dann gibt es eine 90-Grad-Kurve, die geht dann rechts rum. Dann geht es eine
leichte gestreckte Kurve nach links immer weiter und kommt die Glockenmeerkurve, ne? Nee, so weit geht's ja gar nicht. Und dann haben wir so eine leichte, leicht geschrägte Kurve links rum. Mhm. So, und bis dahin konnte ich einsehen und dann ist die Verbindung weg gewesen. Oh. Das ist, sag ich mal, eine Entfernung von einem Kilometer. Aber ich habe Störungen drauf gehabt. Das hängt immer mit Mobilfunk hier zusammen. Und ja, da hinten, ich komme höchstens einen Kilometer weiter. Man müsste jetzt praktisch, um weiter einzusehen, müsste man den ganzen Kram zu Fuß gehen, bis da unten hin. Aber da stehen alles Baufahrzeuge auf der Straße. Das geht doch mega. Nur das weiß ich nicht unbedingt. So, und damit man näher einsehen kann, dann sag ich mal, hier zur ersten, wie heißt die Glockenbergkurve? Aha, oder da, wo die schon, oben, die oben ist die Glockenberg. Genau, da müsste man hin. Ja, also wenn wir die große Drohne, ich warte ja eigentlich auf die Versicherung, dass das Ding endlich... Das sollte doch schon längst. Ach, ja, hätte ja, wir sollte. Haben die große zuerst gehabt, haben die dann versichert, Reifahrt, Führerschein und alles rum und dran. Und dann haben wir uns noch die kleine gekauft. Dann haben wir die Versicherung umgeswitcht auf die kleine, weil wir dann mit der flogen. Und inzwischen hat uns unsere Versicherung eine Kombilösung vorgeschlagen, beide Versicherungen zu versichern. Das ist genauso teuer, ja? Nee, sogar günstiger. Ist sogar günstiger. Und noch mehr Leistung. Ach, drin. Da ist der Makler weggefallen. Das machen wir jetzt genau direkt mit der Versicherung, ne? Nee, es ist eine andere Versicherung, ist das? Das war normalerweise die Delphac, war das. Aber die Delphac, die hat irgendwie keine Lust mehr, sowas wie eine Drohne zu versichern. Die möchten lieber ein Sportflugzeug oder richtige Flugzeuge versichern oder Hubschraubergroße. Und mit diesem Kleinkram, das wollen sie nicht mehr. Aha. Und deswegen sind die Konditionen auch gerade nicht so das Gelbe vom Ei. Und die haben das jetzt, sind jetzt zu einer anderen Versicherung gegangen. Und die, ja, die ist gewillt. Und da sind die Konditionen auch viel besser und man hat einen höheren Versicherungsschutz und fertig. Nur man darf ja nur fliegen, wenn man Versicherungsschutz hat. Ne? Das ist es ja. Also wir könnten natürlich die Sache nochmal von der anderen Seite angehen. Ne? Das und ein Campingplatz Tierheim. Nee, das geht nicht. Hallo. Hallo. Von unten kannst du nicht fliegen, weil... Das hatten wir ja schon. Wir hatten hier schon bei der Einkurve da oben bei der Glockenberg hatte ich ja schon die Warnmeldung. Das hängt mit diesem wie heißt der Flughafen da unten? Wo? Unten in Bollrich. Bollrich, genau. Und da unten hast du schon Bollrich-Sperrgebiet. Ha. Da kriegst du das Ding gar nicht hoch. Also wir fliegen nur mit unseren versicherten Drohnen. Sollte man auch. Ja, genau. Nur wenn sie versichert sind. Ja. Führerscheine liegen vor, Presseausweise haben wir. Das Wetter ist ja wirklich bezaubernd. Ich freue mich schon auf unseren Spaziergang nachher. Okay, dann seid gespannt aufs Video. Tschüss.